Ja, ja. Und ja. Ja, schöne Musik. Wunderbar. So, einmal hier, 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 einmal hier so. Dann kann ich hier noch ganz kurz was notieren. So, alles klar. Und dann können wir auch schon weiter. Hier wollte ich das Gravel abbauen, weil das hier so ein bisschen stört. Stört euch ja hoffentlich nicht. Hauptsache, es stört mich nicht. So, alles klar. Außerdem können wir hier ab und zu mal Flint rausbekommen. Das wisst ihr ja auch. Und so ein bisschen Gravel ist eigentlich auch nie schlecht, weil Wege bauen, da sieht das eigentlich am schönsten aus. Deswegen nehmen wir das Zeug einfach mal mit. Wir können das ja dann in unserer Schluchtenbasis ablagern. Ach, nehmen wir das auch hier mit, dass das hier ordentlich ausschaut. So, das ist ja schnell gemacht. So, hier noch so ein bisschen begradigen. Alles klar, das schaut doch wunderbar aus. Und ich glaube, hier hinten kommen wir in die Höhle. Also in die Schlucht. I hope so. Ich habe auf jeden Fall einen Spinny. So, sehr gut. Da ist Lava. Wollen wir die Lava abdrehen? Oder wollen wir sie nicht abdrehen? Können wir mal gucken, wo wir hier oben lang kommen. Okay, da oben ist eine Spinne. Die uns auch direkt angreift. Wie aggressiv sie ist. Wahnsinn. So, von wo kommt die Lava? Hier oben waren wir schon, oder? Genau, nehmen wir mal hier das Gravel weg. So, alles klar. Dann könnten wir eigentlich hier mal so zubauen, dass wir hier an das Eisen kommen. Die Lava kann ja unten drunter weiterfließen. Okay, hier hinten geht es auch noch weiter. Wo sind wir von da gekommen? Ich weiß es nicht. So, leuchten wir hier mal erstmal alles aus. Ach ja, was mir gerade auffällt, ich Vollhorst. List, Load List, Musik, Dungeon. Läuft die Musik schon? Nein. Zombie Chase, alles klar. Aber minimieren brauche ich das eigentlich nicht. So, alles klar. Das ist Lava, genau. Keine Slimes. Mich immer noch nicht an dieses Geräusch gewöhnt. Wahnsinn. Denkt teilweise immer noch, dass das Slimes sind. So, das Lapis nehmen wir natürlich auch mit. Das können wir ja dann in die Truhe packen. So, wunderbar. Dann schauen wir mal. Von hier sind wir wohl gekommen, okay. Da hinten geht es noch weiter. Ich würde sagen, dass wir uns hier einen Aufstieg basteln. Und zwar... Na, da kommen wir so nicht hin. Ah, hier ist die Schlucht. I see. Da oben haben wir den Skelettmann getötet. Da oben ist helllichter Tag. Tatsächlich. Ja, dann wollen wir die Schlucht mal von unten auskundschaften. Ist, glaube ich, auch keine schlechte Idee. Aber wir sind ja auf 16er Höhe. Hier gibt es wohl dann auch demnächst wieder Diamanten. Hoffe ich zumindest. Nehmen wir mal hier das Eisen raus. Sehr schön. So, alles klar. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Die Pilze nehmen wir natürlich auch mit. Wenn wir uns lecker Pilzsuppe draus basteln. Beziehungsweise Mushroom Stew. Ich weiß nicht, was das genau bedeutet. So, mal kicken. Oh, wir haben keine Fackeln mehr. Okay. Einmal 64 und wir haben schon wieder kein Holz mehr. Aber wir haben Baumstämme. Okay, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Boah, hier hinten geht es nochmal extrem weiter. Boah, das sind, glaube ich, zwei Schluchten. Einmal diese Schlucht und einmal die Schlucht, eine Schlucht da hinten. Okay, das werden wir auf jeden Fall uns mal anschauen. Da kommen wir wohl erstmal nicht durch, oder? Können wir hier einmal rüber, ohne zu sterben? Da ist Gold, okay. Wollen wir das Gold mal rausnehmen? Das sollte eigentlich klappen. Alles klar, waren eh nur zwei Blöcke. Das können wir eigentlich hier mal wegmachen. Wir haben keine Schaufel mehr. Doch, eine haben wir noch, okay. Vielleicht da eine Fackel und da
Ah, da oben waren wir wohl schon. Okay. Mal gucken, wo wir hier hinten hinkommen. Aber ich glaube, hier hinten geht es nicht mehr allzu viel weiter. Nee, das ist tatsächlich das Ende der Schlucht. Okay. Alles klar. Das Wässerchen, das Wodka können wir mal abdrehen hier. Wodka heißt ja eigentlich Wässerchen, gell? So. Alles klar. Dann fließt hier zumindest das Wasser schon mal ab. Da oben hatte ich Eisen gesehen, genau. Wie wollen wir uns da hocharbeiten? So vielleicht? Haut das hin? Ich glaube, das sollte klappen. Diese Piano-Musik auf den Ohren, das tut ab und zu mal weh. Aber gut, soll uns nicht stören. Ich habe die Playlist ja freiwillig angemacht. Ist ja nicht so, dass ich gezwungen werde. Aber diese fröhliche Musik, die hat hier halt auch gar nicht hingepasst. Ich hoffe halt nur, dass von oben nichts runterfällt. Wir könnten eigentlich da oben die Wasserzufuhr auch abschneiden. Ach komm, Sinan. So. Bauen wir uns da einfach mal ganz dreist hoch. Noch mal fix was essen. So, alles klar. Pam, sehr schön. Dann können wir hier auch eine Fackel anbringen. Wunderbar. Vielleicht da hinten noch. Nee, so. Da oben sollte er eigentlich nicht spawnen. Hoffe ich zumindest mal. Schön, wie das Wasser abfließt. Ach ja. Irgendwie leckt aber gerade meine Karte. Hey, da oben ist noch Lapis. Okay. Den Teil der Schlucht werden wir mal später auskundschaften, weil da auch ziemlich viel Lava ist, wo ich gerade Schiss davor habe. So, ich höre einen Skellymann. Ich hoffe nur, dass er uns nicht in die Lava oder so schubst. Ich würde sagen, dass wir uns hier jetzt erstmal runterarbeiten. Musik ist so ein bisschen creepy. Okay. Diamanten sehe ich jetzt erstmal nicht. Müssen wir mal gucken, ob sich da noch was ergibt. Ansonsten nehmen wir hier halt die Kohle raus. Es gibt ja auch Mods, wo man aus... Boah, wie hieß das? Ich habe das ganz vergessen. Das hatte ich mir mal ausgiebig angeschaut. Also nicht ausprobiert, sondern mal ein Video dazu angeschaut, wie das so ausschaut. Man kann... Also es gibt eine Mod, eine Modifikation zu Minecraft, mit der man... ja, ich sag mal, niedere Materialien in hochwertigere umwandeln kann. Natürlich zu einem extrem beschissenen Tauschkurs. Also irgendwie, keine Ahnung, 2000 Kohle zu, oder 2000 Eisen zu so und so viel Diamanten oder sowas. Kommt denn das Wasser raus? Da so? Wie hieß das denn? Das habe ich jetzt ganz vergessen. Gab es auf jeden Fall mal so eine Modifikation. Ich weiß nicht, ob es das für die aktuelle Version von Minecraft auch gibt. Boah, hier finden wir sicher irgendwo Diamanten. Wir sind auf 14er Höhe. Ja, damit könnte man halt das ganze Zeug in Diamanten umwandeln oder sogar noch höherwertige Stoffe. Zum Beispiel, aktuell gibt es ja auch dieses... Wie hießen die? Dieses Zeug, womit man bei den NPCs bezahlen kann. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Weiß ich jetzt echt gerade nicht. Vielleicht kommt es mir, wenn ich ein paar Mal sage... Amethyst, kann das sein? Amethysten. Ja, dieses wertvolle Zeug auf jeden Fall. Und die konnte man halt mit dieser Modifikation in so eine Truhe oder so packen und dann konnte man das Zeug umwandeln. Also das war schon, denke ich, ziemlich, ja, ziemlich praktisch für Leute, die ums Verrecken einen bestimmten Rohstoff nicht finden, aber von einem anderen extrem viel haben. Und die Musik nervt mich gerade so ein bisschen. Ich mach mal eins weiter. Ja, das ist doch schön. Können wir das hier eigentlich auch mal abdrehen? Das Wasserzeug, das stört eigentlich nur. Das brauchen wir nicht.
So, hier sind wir wieder in der Schlucht. Okay. Ich habe gerade irgendwo Eisen gesehen. Genau, ein einziges. Okay. Hier hinter müssen wir dann wohl nicht laufen. Genau, hier haben wir uns runtergegraben und sind unten lang gelaufen. Oh, da geht es noch hoch. Das gucken wir uns natürlich auch noch an. Haben wir da hinten schon? Nee, das ist, glaube ich, Lava plus Wasser. Da kommt der Kobbel raus. So, mal kicken. Wow, hier ist es auf jeden Fall auch dunkel. Okay. Arg dunkel sogar. So, mal gucken, ob wir hier vielleicht auch die Wasserzufuhr irgendwie abschneiden können. Ist das die andere Schlucht? Kann das sein? Ich würde das am besten hier mal gerne so einkesseln. Dass uns das hier nicht so extrem nervt. Alles klar. Können wir das hier hinten nämlich ordentlich auskundschaften. Hallo Zombie-Mann. Ich bin gerade am überlegen, ob wir da runtergehen sollen. Ob das eine gute Idee ist, wenn wir da runtergehen. Creeper-Mann hat uns auch schon gesehen. Und vielleicht hier mal zu, dass hier nichts vorbeikommen kann. Wo ist denn der Creeper hin? Ist der da runtergefallen? Greif uns doch an, du blödes Tier. Ja, der Creeper ist, glaube ich, weg. Alles klar. So, mal gucken. Hey, da ist er schon. Hallo, Creeper-Mann. Willst du explodieren? Sehr gut. Dann haben wir das Problem auch gelöst. Schauen wir mal, dass wir hier rüberkommen. Und ob wir hier Diamanten finden. Nein. Viele, viele andere Rohstoffe, aber keine Diamanten. Wow, jetzt wäre ich da fast reingefallen. Ich bin doch ein Hans. Ich bin doch ein Hans. Also nichts gegen Hans. Hanse. Hans ist ein schöner Name, aber ich bin ein Hans. So. Wollen wir uns mal da so in die Richtung graben? Das erscheint mir hier aber irgendwie unsicher. Ich hoffe, mein Gefühl täuscht mich ein wenig. Nicht, dass uns hier jetzt irgendwas in die Lava schubst und tötet uns wirklich unseren letzten Atemzug hervorruft. Gut. Gut, gut, gut. Hier ist nichts. So. Schaut es da unten aus? Hm, das ist, glaube ich, nicht so... Warum packe ich deine Fackel hin? Ich bin doch blöd. Wollte eigentlich hier so einen Übergang schaffen. Wobei das, glaube ich, kaum möglich ist, da zum Beispiel das Redstone rauszuholen. Hm, vielleicht sollten wir das auch einfach lassen, bevor wir hier tatsächlich elendigst verrecken. Das wäre jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber wir können uns mal... da hinten hinarbeiten. Da war es nämlich gerade noch dunkel. Dass wir halt hier noch fix die Wand rausreißen. Und mal gucken, was uns da auf der Seite erwartet. Hier können wir zubauen. Da unten habe ich Kohle gesehen. Das ist aber jetzt nicht so wichtig. Von da oben können Monster kommen. Hier können auch Monster sein. Zum Beispiel ein Zombie-Mann, der uns auch schon gesehen hat. Grüß dich. Pam, pam. Sehr gut. Ist das hier eine Sackgasse? Ja, wunderbar dann. Holen wir mal hier das ganze Zeug raus. Wir sind auf 13er Höhe. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also langsam müssten wir echt mal wieder Diamanten finden. Das ist wieder so ein komisches Lied. Eieiei. Dann finden wir mal fix was. So, alles klar. Puh. Die Musik macht echt so eine krasse Atmosphäre einfach. Das ist der Wahnsinn. Das ist ja auch bei diesen ganzen Horrorspielen so. Keine Ahnung, Slender und keine Ahnung was. Die sind eigentlich nur gruselig, weil die Soundkulisse gruselig ist.
Beziehungsweise, weil eben zum Beispiel, wenn der Slender auftaucht, dieses komische Geräusch kommt. Wäre das nicht, wäre da irgendwie lustige Musik dahinter, dann würden einen diese Spiele absolut nicht stören. Man könnte sie ungefähr 5 Stunden durchgängig zocken, ohne auch nur einmal irgendwie Gänsehaut zu haben oder sonst was. Ich bin für sowas ja extrem anfällig. Bei mir schlafen da teilweise die Hände ein.